Willkommen zurück. Let's play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ der duften Meats und dem Guido, meiner kleinen freundlichen Schildkröte. Ich mag Guido. So, wir wollen weitermachen in der Story-Quest, in der wir diese allergische Ruine hier gefunden haben, die anscheinend ziemlich viel Energie aus dem Äther saugt oder umleitet, besser gesagt, mit der wir vielleicht die Ätherenergie wieder in einen Abwehrschirm gegen die Galea umwandeln können. Aber dafür brauchen wir noch das technische Know-how. Wird das Ganze denn funktionieren? Ja. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Vielleicht hat das einen Grund, dass das Äther weitergeleitet wird. Und dieser Grund ist nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich spiele tatsächlich den Strang der Story zum ersten Mal. Selbst mit meinem Main-Char bin ich nicht so weit. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Also, Ceria. Ich verstehe. Ihr wollt euch also die Macht der Mondgöttin zu eigen machen? Gut. Dann müssen wir versuchen, die anderen Stämme zu überzeugen. Ich kann nicht einfach über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Welche der Stämme haben einen besonders ausgeprägten Glauben an Nama? Es sind viele Stämme. Am stärksten wird sie von den Dotal, Sados, stammen. Lisa hat mir von ihnen erzählt. Die Dotal sind eigenwillig, starrköpfige Krieger. Es wird nicht leicht sein, sie zu überzeugen. Die Dotal lieben den Kampf und kennen keine Furcht. Als Verbündete sind sie eigentlich unentbehrlich. Ich werde selbst zu ihnen gehen und offen und ehrlich mit ihnen sprechen. Kommt, begleitet mich nach Dotal Kaa. Sadu wird sich freuen, uns wiederzusehen. Nachdem er uns in Gefangenschaft genommen hat, niederträchtige Arbeiten uns in die Hand gedrückt hat, wie Ziegen fangen und solche Sachen. Aber okay. Ach so, Moment. Da gibt es auch einen Ätheriten hin. Oh, naja. Zumindest gibt es einen. Ach, das sind die kleinen Mädels. Sorry, ich dachte schon. Ja, egal. Trotzdem geht es schneller, wenn wir einfach zum Morgenthron rüber teleporten. Und dann von dort aus weiter marschieren. Oder fliegen, besser gesagt. So, ab in den Südosten, Westen. Ich habe so eine kleine Ost-West-Schwäche, wie man merkt. Und mit den netten Mädels geredet. Diese Mädels haben keine Angst vor dem Tod für die Leute, die die Story nicht so aufmerksam verfolgt haben. Denn sie glauben, dass man wiedergeboren wird und ihre Seelen wiedergeboren werden in ihrem Stamm und man erkennt sie anhand ihrer Aura. Und deswegen werden die immer wieder so benannt nach den zuvor gestorbenen. Ja. Deswegen keine Beerdigung oder sonst irgendwas. Die werden einfach nichts liegen lassen mit der Aussage, der wird eh wieder von sich aus, der wird eh wieder aufstehen. Was wollt ihr denn hier? Seid ihr hier, um euch an meiner Stärke zu messen? Dann heiße ich euch willkommen. Ansonsten verdrückt euch unter den Stein, unter dem ihr hervorgekrochen seid. Nicht doch, Sadu. Wir sind hier, weil wir die Stärke und Edelmut deines Stammes brauchen. Es geht um die Verteidigung unseres Kontinents. Bitte hör mich an. Nein, Namas Keil ist ein heiliger Ort. Er ist der letzte Ruheort für Dotal, die den Zyklus der ewigen Wiedergeburt beenden und eins mit der Mondgöttin werden wollen. Wir haben dir unsere Stärke gegeben, damit du dein Königreich zurückerobern konntest. Aber die Kraft der Mondgöttin, darüber kann nur Nama selbst entscheiden. Was meinst du damit? Wir werden kämpfen. Wenn sich die Seelen der Dotal im Kampf auf Leben und Tod erhitzen, vermögen wir, den Willen der Mondgöttin klar und deutlich zu sehen. Ein Kampf also, aber gegen wen?
Ist das nicht klar? Natürlich gegen den einzig würdigen Gegner. Die Heldin der des Nadams, Dufte Mieze. Es gibt keinen anderen Weg. Sie und ich werden uns im Zweikampf messen. Angesicht zu Angesicht. Kriegerin gegen Kriegerin. Ist das nicht ein faires Angebot? Wenn ihr wollt, dass wir eurer Allianz beitreten und gegen die Galear kämpfen, müsst ihr euch ohnehin als würdig erweisen. Ich gebe zu, dass ich mir dieses Wiedersehen anders vorgestellt habe. Aber gut, du sollst deinen Kampf haben, wenn Dufte einverstanden ist. Ich will nicht gegen die kämpfen. Nein, das mache ich nicht. Nein, prügeln wir sie windelweich. So ist das richtig. Mit deinem in deinem Herzen brennt die gleiche Glut wie in meinem. Lassen wir die Flammen unserer Seelen lichterloh emporflackern. Erwarte mich in der Wüste, unter den Augen der Mutter der Abenddämmerung. Dort werden wir kämpfen. Ja, ja, geschmeidig. Ich bin voll ausgestattet und so. Der gute Evil Knievel hat mich von Grund auf saniert. Ich glaube, wir sind stark genug, um die Olle einfach mal kaputt zu knüppeln. Ins Jenseits zu befördern oder vielleicht auch einfach nur in Brand zu setzen. Ich habe irgendwie Bock, sie jetzt in Brand zu setzen. Einfach mal so anzünden oder so. Leider habe ich keinen Rotmagier, das heißt, mein Schwert muss reichen. Das wird schon klappen. Ich bin mal gespannt. Wir kämpfen nicht das erste Mal gegen sie, wenn wir... nicht das erste Mal. Wir haben an Nadams Probe schon mit ihr gekämpft. Oder in Nadams Probe. Das heißt, 1:1. Hier, das ist der Ort, an dem wir kämpfen werden. Haltet euch nicht zurück. Gebt alles, als wäre es der Nadam. Müssen wir diese Sache wirklich mit einem Kampf entscheiden? Wir sind total. Erst in der Hitze des Kampfes vermögen unsere Seelen klar zu sehen. Der Kampf ist der Weg der Total. Wir kämpfen ohne Rücksicht auf unser Leben, besiegen den stärksten Krieger und reißen den Sieg an uns. Nichts anderes zählt als die Stärke. Niemand anders ist im Recht als der Stärkere. Ich glaube, ich hab's verstanden. Die Dothal sind jedenfalls ein Stamm, den man lieber auf seiner Seite weiß. Genug geredet. Lassen wir die Waffen sprechen. Kämpf! Okay, und mir fällt ein, ich habe mein Eid vergessen. Mein Schwerteid. Egal. Mache ich jetzt einfach mal so nebenbei an. Irgendwo hier muss der sein. Irgendwo auf der Höhe. So. Na dann. Okay, viel aushalten tut sie nicht, aber das will ja nichts heißen. Denn... Ja, so. Ihr seid so witzig. So, und jetzt? Schön in meine... Das war's? Never. Whip, ich geh mal aus dem Weg. Sieht so aus, als ob die mir hier gleich irgendwas mit die Ohren haut. Upsa. Ich geh in den Nahkampf mit ihrem Zauberstäbchen. Was für ein Kampf! Oh, hier ist ein Safe Spot. Aber viel zu easy, meine Dame. Du bist viel zu easy. Was für ein Kampf! Und das gleiche nochmal. Ja, einmal hier hin. So, was kommt als nächstes? Ed.
Endlich kommt mal Spaß. Oh, das tut weh. Ja, diese Ads müssen definitiv zerlegt werden. Sie halten nicht viel aus. Das muss man auch mal sehen. Aber trotz allem... Ich mach hier auch so Mist gerade mit den Angriffen. So, bevor die in irgendeine weitere Runde geht, einmal mal kurz heilen. Bling. So, und nun? So, als allererstes auf die Ads. Was für ein Kampf! Ach Gottchen, ist das süß. Oh. Hätte ich beinahe in der AOE gestanden. Und hab natürlich auch schön geschafft, meinen Rotor zu verkacken. Ich muss schon sagen, die hat schon ein paar kleine süße Tricks auf Lager. Ah, fuck, wieder verkackt. Ist ja schon fast peinlich. Was ist das jetzt mit dir? Meine Arme werden schwer, meine... Okay. Oha. Sie geht nochmal in die Vollen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, alle guten Dinge sind drei. Upsa. Moment. Mal lieber auf Nummer sicher gehen und nochmal ein Sentinel reinfeuern. Oh, das ist bitter. Was für ein Kampf! Oh, krass, hier ist noch irgendwie diese komische Kugel. Einer erwischt mich, das war klar. Weil die AOE doch gar nicht so klein ist hier. Was für ein Kampf! So, die große Kugel haben wir schon platt gemacht. Sweet. Das ist es. Seit dem Nordam hat meine Seele nicht mehr so geglüht. Machen wir weiter, bis der Stärkere gesiegt hat. Oh Mann. Genug! Wer hat euch erlaubt, die Steppe mit eurer Balgerei in Aufruhr zu versetzen? Noch so eine Kriegerseele. Jetzt dürfte es erst richtig gesellig werden. Verschwinde! Wir haben hier was zu erledigen. Immer noch das gleiche, törichter Weib. Wir werden nicht verschwinden. Ihr seid hier, um die Stämme der Steppe um Hilfe zu bitten. Doch über die Belange der Steppe bestimmen immer noch die Kinder Azims. Ich bin der große Bruder der Oronir. Ich beschütze Namas Kinder und entscheide über ihr Schicksal. Ach ja? Und was willst du jetzt machen? Ich werde dir beweisen, wer der Stärkste der Steppe ist.
Nicht so schnell, Magnai. Dürften wir wohl auch um einen Beweis deiner Stärke bitten? Ich bin schon sehr gespannt. Dann erledige ich euch eben gleich mit. Daido Cool! Okay. Vielleicht sollten wir ihnen für einen Moment den Vortritt lassen. Kommt mir nach. Kommt nicht auf die Idee zu fliehen. Ich will sehen, was in euch steckt. Und wenn ihr auch noch so vor meiner Kraft zittern mögt. Also, auf so einen Aufschneider trifft man selten. Es wird mir eine Freude sein, ihm eine Abreibung zu verpassen. Okay. Wow. Bestreitet den folgenden Kampf als Stola. Da Fug? Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wird schon irgendwie klappen. So. Mal gucken. Ah, alles klar. Ich habe Stein, ich habe Buntvidra, Buntvidra und Ätherquell. Alles klar, Gacha. Moment. Erstmal hau ich den Fröhlichen kaputt. Okay, ich glaube, ich muss doch erstmal Magnai eine reinhauen. So, wie ist denn die Castzeit? 1,5 Sekunden, das geht eigentlich. Wow, voll. In den Staub mit euch! Ja, ja, du mich auch. Hoppla. Muss ich mal schnell raus. Ja. So, wichtig ist auch, dass wir die Lebenspunkte von hier ein bisschen im Auge behalten. Schweigt im Angesicht der Macht! Oh, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es reicht, wenn wir überhaupt nur ein Ziel frei haben. Der Rest ist ja relativ Wurst. Ach, in den Staub mit euch! Macht doch nicht sowas. Na, endlich macht er mal irgend so einen Mist. So, hier nebenbei immer schön heilen. Schlingen hat er gut gemacht. Schöne, brave Istola. So kämpft ein Domaner! Was macht der da jetzt? Das nimmt kein gutes Ende. Oh oh. Hier ein Heilen. Das war eine gute Idee mit euch. Der Heilung. Hier ein Weiterheilen. Heil, 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 heil. So, die buffen dich auch nochmal. Siehst du aus, bräuchtest du noch ein bisschen. Das hätte ich beinahe meine eigenen Lebenspunkte vergessen. Aber nein, das sieht ganz gut aus so. Schweigt im Angesicht der Macht. Ah. So kämpft ein Domaner! Ja, das ist auf jeden Fall schon mal kampftechnisch um einiges anspruchsvoller. Ah, super. Hirn ist aus dem Kampf raus. Das heißt, wir müssen uns nur noch um Magnai kümmern. In den Staub mit euch! Genau, und der haut primär auf uns. Das ist okay, soll er ruhig machen. Hier ist eine Safe Zone, umso besser.
So, was macht er jetzt? Im Angesicht der Macht. Er macht wieder die Dinger. Soll er ruhig. Er zittert vor Azim! Hey, Moment. Was war denn das hier jetzt gerade für eine Nummer? Oh oh. Ich glaube, ich muss doch eher auf ihn gehen gerade. Oh, was ist das denn? Flieh oder stirb! I don't get it. Ach, hier hat hier einen Safe Spot gemacht. Glück gehabt. Das ist jetzt irgendwie nicht so lustig. Oh, kritisches Manöver. Das ist doch mal was Feines. Button smashen. So, einfach mehrere Buttons smashen. Das funktioniert. Zu mir, Äther! Mächte, seid entfesselt! Puh. Du hast es mal wieder geschafft. Meine Seele brannte lichterloh und hat mich klar sehen lassen. Die Dothal werden an eurer Seite kämpfen. Namas Kraft gehört euch. Oder hast du etwas dagegen? Du bist ebenso naiv wie stark. Aber gut, ich gestatte es. Die Stammeshierarchie der Oronir beruht seit alters her auf Mut und Stärke. Ihr habt beides bewiesen und euch unseren Respekt verdient. Wir werden ebenfalls eurem Bündnis beitreten. Ich danke dir. Eure Unterstützung zählt mehr als die von 10.000 Mann. Du, verrat mir, wie du heißt. Ishtola Rul. Bist du meine Name? Was? Du kämpfst mit der Eleganz des Mondscheins. Und deine heilenden Kräfte sind Ausdruck der mütterlichen Fürsorge, die du in dir trägst. Ich habe mich schon oft gefragt, ob meine Nama wirklich aus der Steppe stammt. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Also, antworte mir. Bist du es? Bist du meine Nama? Ich spreche nicht mit unreifen Knaben. Geh und komm wieder, wenn du ein Mann bist. Ich? Ein unreifer Knabe? Ha 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 ha!
Das hast du nicht erwartet, was? Unreifer Knabe. Ist der Kleine etwa gekränkt? Soll ich ihn trösten? Oder soll ich ihn vielleicht mit einer Tracht Prügel auf andere Gedanken bringen? Wir verschwenden hier nur noch unsere Zeit. Kommt, lasst uns zu Serena zurückkehren. Wir haben, was wir brauchen. Ich krieg ja leicht Pipi in den Augen, war das gut. Oh, ich finde Stola einfach nur herrlich. Diese Person ist so geil. Komm, dafür kriegst du von mir einen dicken, fetten... Eine dicke, fette Umarmung. Du bist so klasse, Mädel. Ihr habt nicht nur Salom überzeugt, sondern auch Magnais Unterstützung erkämpft. Besser hätte es gar nicht laufen können. Die Mol werden sich ebenfalls eurer Allianz anschließen. Wir sind nicht die besten Kämpfer, aber wenn es darum geht, die Steppe zu verteidigen, wird jeder sein Bestes geben. Danke dafür, Serena. Ich verbeuge mein Haupt vor dem Mut der Mol. Nicht doch. Ich tue eben, was ich kann. Sobald die Boten mir berichten, was die übrigen Stämme antworten, lasse ich es euch wissen. Auch dafür habt Dank. Du hast mehr getan, als ich erwarten durfte. Ihr werdet von mir hören, wenn für unsere neue Allianz die Zeit gekommen ist, zu handeln. Woo, Stola. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun, den Kaltstein aktivieren und so den Ätherstrom ins Karkland umzuleiten. Mit der Kraft der Mondgöttin sollte es den Ingenieuren der Galland Metallwerke dann gelingen, die Generatoren in Betrieb zu nehmen und die Barriere aufzuspannen. Also, zurück zu Namas Keil. Hat Stola irgendwie Nachricht bekommen, dass die Galland Metallwerke uns helfen oder so? Wenn ja, dann ist das voll an mir vorbeigezogen. Aber wie sie es gesagt hat, auf zu Namas Keil. Und mal gucken, was wir jetzt hier entfachen für ein wunderschönes Feuerwerk. Trete zurück, ich aktiviere jetzt den Keilstein. Hast du es geschafft? Ja, der Ätherstrom sollte jetzt wieder in Richtung Karkland fließen. Hm.
Ich traue dem Ganzen immer noch nicht. Aber gut, was es wohl auf sich hat, das werden wir in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14 sehen. Ich muss auf Toilette. Bis denn.